das ist ja die Größe der Hegelschen Ästhetik oder Philosophie der Kunst, in der es nicht um eine individuelle, kontingente, ästhetische Erfahrung geht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht im Fall der Kunst auch nicht um ein einzelnes Werk in seiner Figuration, sondern im Fall der Kunst geht es um eine kulturelle Manifestation. Und wo ist Kultur? Natürlich mitten in Gesellschaft und in Wirklichkeit. Und Hegel ist der Meinung, dass die Größe, der Vorzug, die Leistung der Kunst darin besteht, Wirklichkeit, unser Selbstverständnis, die Frage, wer wir sind und sein wollen, zur Anschauung zu bringen. Das ist Hegels Konzept von Kunst. Und damit hängt zusammen, dass er eigentlich nicht vom Ende der Kunst spricht. Ich weiß gar nicht, wer diese Rede aufgebracht hat. Findet sich gar nicht bei Hegel. Bei Hegel selbst spricht von der Vergangenheit der Kunst. Das bedeutet zunächst, natürlich gibt es auch in der Gegenwart immer Kunst, aber die Frage, die Hegel stellt, ist die nach der Bedeutung von Kunst im Sinne einer kulturellen Manifestation. Auf dem Weg hierher ist mir eingefallen, ich könnte die Leistung, die Hegel der Kunst zuspricht, vielleicht so formulieren, indem ich sage, Kunst definiert für Hegel den öffentlichen Raum. Das ist nicht übertrieben. Mhm. Und dann sind wir sofort bei der Frage, wann ist das oder wann war denn das so? Und dann sagt er, das war in der griechischen Antike evident der Fall. Jeder Tempel, jede Skulptur zeigt diese Manifestation. Und dann gehen wir in einen Geschichtsverlauf, der diese Art von anschaulicher Manifestation so nicht mehr praktizieren kann, weil andere Motive hinzukommen. Das Stichwort Max Weber ist ja schon gefallen, eine gewisse Entzauberung der Welt, Rationalisierungsprozesse, Subjektivierungsprozesse, die der Kunst zumuten, mit einer anderen Wirklichkeit sich auseinanderzusetzen, die zu anderen Kunstformen führt. Die Malerei, die Musik treten in den Vordergrund als romantische Künste. Und irgendwann in der Moderne ist Hegel der Überzeugung, dass wir in einer prosaischen Welt leben, in der es andere Formen gibt. Insofern ist dieses Fortschrittsmodell im Fall der Ästhetik so interessant gebrochen. Es gibt eine Mitte und eine Entwicklung und die Entwicklung führt in immer kompliziertere Manifestationen, die sich aber auch von sinnlichen Figuren oder Sinnlichkeit immer sublimierter darstellen. Was ging mir durch den Kopf, als Sie so schön vom Hegelhaus erzählt haben. Ich glaube, Hegel würde sich darüber freuen, weil er der Meinung war, der Geist bedarf der sinnlichen Manifestation. Aber natürlich spricht der Geist und denkt der Geist und die Welt wird immer komplizierter und komplexer. Insofern heißt Vergangenheit der Kunst, wir sind keine Kultur mehr, die sich vollkommen via Anschauung artikulieren kann, die Wahrheit in der Anschauung finden kann. Andererseits bedeutet das aber auch, dass Hegel damit eine Ästhetik anbietet, die für die Moderne, also für unsere Welt, sehr viel Freiraum lässt. Also dann kann man sagen, die Kunst ist entlastet von dem Anspruch und erst dann können wir uns von vorne überlegen, was für eine Rolle die Kunst im öffentlichen Raum spielt, was wir von der Kunst erwarten. Aber wie gesagt, ich wäre strikt dagegen, das abzukoppeln von Wirklichkeit und Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Hegels Ästhetik ist eine Kulturphilosophie der Moderne, gerade auch im Rückgriff auf die Antike. Deshalb ist er auch kein Klassizist. Das halte ich auch für ein massives Missverständnis,
der hegelschen Philosophie, als hätte Hegel sich gewünscht, dass die Antike in der Moderne wieder aufgebaut wird. Also was Hegel zum Berliner Schloss gesagt hätte, ich denke, das hätte ihm nicht gefallen. Das ist ein reaktionärer Versuch, mit alten Mitteln eine Welt herzustellen. Hegel war viel moderner als solche Klassizismen. Und was hätte Hegel zur ungegenständlichen, abstrakten Kunst gesagt? Was würden Sie sagen? Auf dem Weg ist er ja. Okay. Auf dem Weg ist er ja selbst, dass das, was er in der Antike wahrnimmt und studiert hat, diese Plastizität des Ausdrucks geht nicht mehr. Also im Vollzug des Geschichtsprozesses, auf dem Weg in die Moderne, auf dem Weg der Rationalisierung, treten abstraktere Figuren in den Vordergrund. Deshalb wird auch Musik immer wichtiger. Mhm. Also was für ein Material hat die Musik? Sie hat ein Material, aber ein absolut sublimiertes Material. Alles das hat er ganz großartig analysiert.